So, da ist mir gerade das Spiegel abgeraucht, aber das macht nichts. Wir laufen einfach nochmal hin und handeln den Spaß. Also irgendwie ist heute echt der Wurm drin. Ja, da will ich mal gemütlich ein paar Aufnahmen machen und was ist. Das Spiel ärgert mich am Stück. Hallo, ich möchte wissen, was ihr zu verkaufen habt. Werft einen Blick drauf. Ja, selbstverständlich werde ich das tun. Waffen. Stahlschwert. Dankeschön. Ob ihr eine Rüstung. Dann wollen wir das auch gleich mal. Stahlschwert. Oder eine neue Klinge braucht. Kommt einfach vorbei. Das sieht doch schon mal gleich sehr viel besser aus. So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt diesen Quest abgeschlossen und noch keinen Folgequest erhalten. Na gut, na gut, na gut. Was musste ich denn da jetzt nochmal machen, damit ich diesen Folgequest bekomme? Keine Ahnung. Na gut, wir werden jetzt erstmal den Weg der Stimme gehen, würde ich sagen. Und schauen, ob da was passiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall die Quest ist, um die Questreihe der Dunklen Bruderschaft zu starten. Jetzt gehen wir mal raus. Oh, wunderschön. Es schneit. Man müsste eigentlich einen Schneemann bauen können in diesem Spiel. Ich finde das unverantwortlich. Oh, die Sonne schaut schön aus. Die Sonne. Sonne. Ah. Was? Also ich weiß immer noch nicht so genau, was diese specialigen Patches bringen. Sollte jemandem irgendwas auffallen, darf er das gerne in die Comments schreiben. Mir fällt's zumindest nicht auf. Wer bist du? Du gehst einfach. Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Pferde sind langweilig. Soll ich euch mitnehmen? Ja, nimm mich mit. Wohin soll's gehen? Weißlauf, würde ich sagen. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Jetzt habe ich mal ordentlich ins Mikrofon geschnauft, ja. Das muss auch mal sein. Ihr solltet euch lieber beeilen. Gesunder Schnaufer am Tag. Wir haben auch noch gar kein Haus. Wir dürfen ein Haus kaufen und haben noch kein Haus. Wir müssen mal ein bisschen Kohle ansammeln, Kohle scheffeln, um uns ein Haus leisten zu können. Ich würde das als eine... Oh, es regnet. Regen, Regen, Regen. Kajit. Ach, das ist auch eine tolle Sache. Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem guten... Diese Karawanen sind... wandern also wirklich echt weiter auch. Also die bleiben nicht nur hier stehen und freuen sich über schöne Wetter, sondern die wandern wirklich weiter von Stadt zu Stadt. Das ist also ganz schön. Das ist auch irgendwie so ein Teil dieser Plugins, das wohl irgendwie verbesserte Wettereffekte, verbesserte Wettertöne, irgend sowas. Tolle Blitze. Blitze habe ich jetzt noch keine gesehen. Blitzt nicht so. Naja, gut, ist halt nicht so Blitzday. Ja, wir schauen mal, was wir hier noch so machen können. Und dann machen wir uns mal auf den Weg zur Stimme, würde ich sagen. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadun. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Das geht euch nichts an.
Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Ja. Ihr könnt euch nicht ewig vor uns verstecken. Also der Donner ist wirklich sehr, sehr interessant und laut. Auf jeden Fall. Hallo? Ich will jetzt... Adriana Avinci. Das ist wohl die Tochter von der... Von dem Menschen, der da oben... Na gut, es regnet. Wir sollten mal vielleicht ein Ründchen schlafen und hoffen, dass morgen besseres Wetter wird. Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans... Mir gefällt diese Arbeit ja gar nicht. Natürlich. Ein Zimmer mieten. Für heute gehört das Zimmer euch. Okay. Ich zeige euch euer Zimmer hier entlang. Das finde ich freundlich. Irgendwie sehen die Barden alle gleich aus, kann es sein? So. Oh, 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 ich bin runtergefallen. Nein. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas Aber braucht. Aber selbstverständlich. Oh, Luxuszimmer. Schaut euch das mal an. Echt Luxus hier. Kannst du sitzen und Musik hören. Schön. Oh, wir haben es jetzt um 8. Schlafen wir mal schön 12 Stunden bis um 8 Uhr abends. Ui. Gut geschlafen? Was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Ist das wirklich wichtig? Ihr seid im Warmen und im Trockenen und noch immer lebendig. Das ist mehr, als man über die alte Grelot sagen kann, hm? Ihr wisst davon? Halb Himmelsrand weiß davon. Eine alte Hexe, die in ihrem eigenen Waisenhaus umgebracht wird, so etwas spricht sich normalerweise herum. Bitte versteht mich nicht falsch, es war saubere Arbeit. Das alte Weib hat es nicht anders verdient. Und obendrein habt ihr noch eine Bande kleiner Strolche gerettet. Es gibt da aber ein kleines Problem. Ein Problem? Problem? Seht ihr, dieser kleine Aretino-Junge hat nach der dunklen Bruderschaft gesucht. Nach mir und meinen Verbündeten. Grelot, die Gütige, war ein besiegelter Kontrakt der Bruderschaft, ein Mordauftrag, den ihr gestohlen habt. Ein Mord, den ihr zurückzahlen müsst. Wollt ihr, dass ich jemand anderen ermorde? Wen? Na, na. Schon lustig, dass ihr fragt. Wenn ihr euch umdreht, werdet ihr meine Gäste bemerken. Ich habe sie abgeholt von... Nun... Das ist nicht wirklich wichtig. Das hier und jetzt. Darauf kommt es an. Ihr müsst wissen, dass es für einen von ihnen einen Auftrag gibt. Und diese Person wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Nur, wer ist es? Nur zu. Wollen wir mal sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Trefft eure Wahl und löscht ein Leben aus. Ich will dabei nur zusehen. Und den Anblick bewundern. Seht ihr, ich wusste doch, wir würden das wie zivilisierte Leute regeln. Eine Schuld muss auch beglichen werden. Ihr versteht das. Gut, dann macht euch an die Arbeit. Wählt euren Gast und schickt den armen Teufel in die Leere. Ich gebe euch den Schlüssel zu dieser Hütte. Und ihr macht euch auf den Weg. Okay, wir müssen einen Mord mit einem Mord begleichen. Und da sind unsere drei Gäste, die von irgendwoher gekommen sind. Fulltime der Furchtlose, Alea Quintus und Vascha.
Fangen wir doch mal bei Fulltime den Furchtlosen an. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Wer seid ihr? Ich heiße Fulltime. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Würde jemand Geld dafür zahlen, damit man euch tötet? Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Antwortet oder ihr werdet sterben. Ja. Bitte. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ein Soldat. Ja, ich habe getötet, wenn es mir befohlen wurde. Vielleicht habe ich manchmal etwas über die Stränge geschlagen. Aber Krieg ist Krieg, richtig? Das kann mir doch niemand zum Vorwurf machen, oder? Na gut. Ach, was habe ich getan? Bitte, was immer es auch ist, es tut mir leid. Next one, Alea Quintus. Nehmt mir diese Sachen ab! Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Würde jemand Geld dafür bezahlen? Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ich kniee hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Ich habe einen Haushalt zu führen und Kinder zu ernähren. Also lasst mich jetzt hier raus! Wascher! Wer immer das auch ist, wir hatten eindeutig einen schlechten Start. Aber keine Sorge, dies ist nicht das erste Mal, dass mir jemand etwas über den Kopf gezogen und mich verschleppt hat. Wer seid ihr? Ah, Vaja, zu euren Dienst. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Das... Mich? Ist das euer Ernst? Dummkopf, versteht ihr es denn nicht? Ihr tagt im Schatten des Todes. Ein Messer an jeder Türschwelle. Ein angelegter Pfeil auf jedem Dach. Wenn einer meiner Feinde nicht für meinen Tod bezahlen würde, wäre das für mich eine Beleidigung. Wisst ihr was? Ihr lasst mich frei. Und ich verspreche euch, dass meine Verbündeten euch nicht wie ein Tier jagen und mitten auf der Straße... Also, er ist schon echt richtig unsympathisch. So, er kommt mir... Was von der Sache? Also, ich würde... Mai, er ist Krieger und sie scheint... wohl eine ziemliche Hexe, aber... Naja, gut. Du hast Pech gehabt. Und er hat nicht mal irgendwas. Der hinterhältige Khajiit. Ein Kater wie er musste einfach Feinde haben. Kein Wunder, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Und wer war es? Wer hatte den Auftrag? Oder ihr habt mir befohlen zu töten und ich habe getötet. In der Tat. Ihr scheint zu verstehen, was wirklich zählt. Wenn ich den Befehl gebe, dass Blut vergossen werden soll, dann befolgt ihr ihn auch. Keine Fragen, keine Reue.
dann kann ich jetzt gehen? Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. Okidoki. Ja. Mal kurz schauen. Gibt's hier irgendwas? Nein. Sehen. Vergesst nicht, die Zuflucht liegt im südlichen Teil des Kiefernwaldes. Ja. Gleich unter der Straße, geschützt vor neugierigen Blicken. Na gut, wir haben unseren Auftrag hier mal erledigt und ich würde sagen, wir machen uns auf nach Falkenring. Um mal zu schauen, was da in der Hut von der dunklen Bruderschaft so abgeht, ja. Oh, du kannst nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Okay. Gute Frage, in welche Richtung wir jetzt gehen sollten. Einfach mal den Pfeil folgen und ein bisschen Blümchen sammeln. Ich würde sagen, ich... Was ist da? Achso, okay. Es ist also ziemlich dunkel, habe ich den Eindruck. Kann ich jetzt vielleicht reisen? Moment. Ja. Also, ich werde zwischen den Quests, werde ich die Schnellreisefunktion benutzen. Es wird aber auch Folgen geben, wo dann einfach nur quasi Adventuring angesagt ist und da werde ich das nicht benutzen. Ich würde mal den lieben Fahrer hier fragen, der uns dann nach Falkenring bringt. Wohin soll's gehen? Falkenring, ach, 50 Goldstücke. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Seid ihr jetzt bereit zu gehen? Na gut, dann ab wieder los. Das Wetter für ein Ausritt. Ich hoffe, es bleibt so. Okay, gut, ein Friedhof. Ja, schön. Passt irgendwie, gell? Hat sich die dunkle Bruderschaft ein schnuckliges Plätzchen ausgesucht. So, schauen wir mal, wo sich denn die dunkle Bruderschaft verkriechen tut. Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Oh! Da haben wir sie ja schon. Unter der Straße, stimmt. Hatten sie ja gesagt. Na gut, dann schauen wir mal hinein.